Studenten, alle brav auf Corona-Linie, alle brav geimpft, alle brav immer beim Testen oder doch nicht. Darüber möchte ich heute sprechen mit Paul Rommig von der Universität Tübingen und einer der Köpfe der Bewegung, oder wie nennt ihr euch Studenten? Bewegung, genau, Bewegung. Genau. Ja, wie viele seid ihr denn? Wie ist das denn bei dir, Paul, an deiner Uni? Wie viele sind da kritisch gegenüber der Impf- und Corona-Politik in deiner Augen? Ja, erstmal danke für die Einladung. Und bei mir an der Universität ist es eine kleine Minderheit, die kritisch ist. Also ich würde mal sagen, vielleicht 5% der gesamten Studenten ist kritisch. Und inzwischen haben wir auch Impfquoten über 95% und viele der Studenten sind halt auch schon geboostert. Und dementsprechend ist auch dieses Thema Corona gar nicht im Bewusstsein, weil auch das Vorzeigen der Impfpässe und der QR-Codes, je nachdem, was es denn ist, oder des Genesenenstatus, zum Alltag geworden sind und eine Routine ist, die auch so nicht mehr hinterfragt wird. Und ich erlebe es auch, dass viele auf die Fragen zum Thema Corona eher genervt reagieren, einfach weil sie sich sagen, ja, wir sind geimpft und warum muss ich jetzt mich mit diesem Thema überhaupt noch auseinandersetzen? Wird das dann jeden Tag geprüft oder wie muss man sich das vorstellen? Bei den Veranstaltungen in Präsenz muss man sich das so vorstellen, dass die Dozenten quasi schon wissen, wer alles geimpft ist. Das heißt, in der Praxis wird es nicht mehr wirklich kontrolliert, aber bei denjenigen, wo sie sich dann merken, dass sie beispielsweise diesen Impf- oder Genesenenstatus nicht haben, das wird dann regelmäßig kontrolliert. Und so fällt es natürlich auch auf, wenn jemand nicht unter die 2G-Regel fällt, einfach ganz konkret, dass dann die dann zum vorstellig werden müssen, beim Dozenten und dann halt ihr tagesaktuelles Zertifikat dann vorzeigen und dann ist halt quasi schon direkt klar, wer jetzt zu den Geimpften oder Genesenen gehört oder wer eben auch nicht. Also eine ganz klare Zweiklassengesellschaft und das führt dann möglicherweise auch dazu, dass die Nicht-Geimpften in einer gewissen Weise ausgegrenzt werden, oder ist das nicht so? Ich sehe das auf jeden Fall so, vor allen Dingen, weil es halt schon eine Demütigung ist. Alleine dieses Vorantreten vorne an das Pult. Und ich habe auch ein Gespräch auf einem Gang mitgehört von 2 Dozenten und es ging dann darum, dass sie sich beschwerten, dass diese Listen, also dass sie keine Listen machen dürfen aufgrund des Datenschutzes. Und das einfach ein lästiges Hindernis gewesen ist, das sie quasi aus dem Weg räumen wollten. Und da finde ich, ist es halt schon echt problematisch zu sehen, dass es gute Gründe hat, warum wir die Datenschutzgesetze in Deutschland einfach auch haben, weil solche intimen Dinge die Öffentlichkeit meiner Meinung nach gar nichts angehen. Aber damit ja das... Der Grundgedanke des Datenschutzes ist da ja dann pervertiert, weil sozusagen der gesamte Hörsaal und alle ja dann bei jedem wissen, wer geimpft ist, also wer brav ist und wer nicht brav ist. Also man weiß dann sozusagen intimste medizinische Details von jemandem allein aufgrund dieser Ausgangssituation. Ja, das sehe ich tatsächlich genauso. Und der Punkt ist, dass ich sogar so weit gehe, dass ich denke, dass es ein Stück weit auch gewollt ist, politisch gesehen. Denn wir wissen, dass dass die Menschen immer zur Masse tendenziell dazugehören möchten und natürlich dann ein gewisser Konformitätsdruck entsteht, der auch evolutionsbiologisch auch begründbar ist. Und natürlich möchte ich dann nicht unangenehm auffallen und so wird natürlich der informelle Druck stark erhöht, sich dann diesen neuartigen Impfungen dann auch zu unterziehen. Wie reagieren deine Kommilitonen? Ist das, du sagst, es ist kaum ein Thema, gibt es dann aber doch Fälle, wo sie dich darauf ansprechen, warum du dich nicht impfen lässt? Also es hängt ganz davon ab. Also ich sag mal so, die Mehrheit möchte über das Thema gar nicht mehr sprechen und versteht auch nicht wirklich, was quasi mein Problem damit ist, auf gut Deutsch gesagt. Und dann gibt es halt eine andere Minderheit, die
die sich quasi gegen ihren eigenen Willen hat impfen lassen. Und diese Menschen sind mir auch offen gegenüber und freuen sich dann auch, wenn sie einfach mal ein paar Neuigkeiten dann hören, was dann die Studenten halt machen und unterstützen das quasi dann aus dem Hintergrund heraus. Also das ist sehr verschieden, die Reaktionen. Erzähl doch mal, Studenten stehen auf, wie kam es dazu, wie viele seid ihr, was macht ihr? Wir haben uns Anfang des letzten Jahres gegründet. Ich kann leider kein genaues Gründungsdatum sagen. Und zwar war es dann so in Berlin, dass sich dort einige Studenten zusammengetan haben und sich überlegt haben, dass es halt keine Stimme, der jetzt der Corona-Politik gegenüber kritischen Studenten halt gibt, haben dort die Bewegung gegründet. Und dann war es halt so, dass der Anfang war wirklich sehr klein, also man kann wirklich von bundesweit 50 Mitgliedern halt sprechen. Und als es dann halt wieder zu der Verschärfung natürlich auch der Maßnahmen kam im letzten Winter, sind dann auch immer mehr, also dazu zähle ich selbst, auch noch kritischer geworden, weil dann auch die 2G-Regelung flächendeckend für die Präsenzlehre eingeführt worden ist. Und dann habe ich persönlich mich dann im Oktober dazu entschlossen, selber aktiv zu werden. Und in meinem Fall war es halt so, dass für die Öffentlichkeitsarbeit derjenige, der das gemacht hat, aus privaten Gründen diese Arbeit nicht mehr leisten konnte und hat mich halt gefragt, ob ich da einspringen kann. Und dann habe ich gesagt, dass ich das sehr gerne mache. Wie viele seid ihr? Bundesweit sind es ungefähr 10.000 Leute, also 10.000 Studenten, die da aktiv dabei sind. Und man muss aber unterscheiden, es gibt natürlich öffentliche Gruppen, ganz klar, aber es gibt natürlich auch, wir nennen das Vertrauensgruppen, wo dann der interne Austausch stattfindet und wo dann auch quasi, wir nennen es halt inhaltliche Arbeit stattfindet, dass wir halt gucken, dass wir Briefe schreiben oder dass wir auch lokale Veranstaltungen organisieren. Das würde ich sagen, das sind ungefähr 3000 Mitglieder in den Vertrauensgruppen. Spürt ihr irgendeinen Druck von Seiten der Hochschullehrer oder des organisatorischen Aufbaus der Universitäten? Kann ich auf jeden Fall bejahen. Das muss man auch wieder unterscheiden. Also seitens der Universitätsverwaltungen merken wir, dass beispielsweise die Einführung der 3G-Regel, also es gab da ja Urteile von den Landgerichten, dass die mit, sagen wir mal, mit gewissen Widerständen überhaupt erst kommuniziert worden ist in den Rundbriefen. Und man merkte an dem Ton der Rundmail, dass es das Dekanat nicht sonderlich gefreut hat, auch jetzt wieder in Anführungszeichen nur getestete Studenten wieder in den Präsenzbetrieb zu lassen. Das war das eine und viele unserer Briefe wurden ignoriert. Und was ich halt persönlich noch spannender finde, ist, dass es gerade aus der sogenannten linken Studentenschaft sehr viel Gegenwind gegeben hat. Sodass auch einzelne Aktionen richtig von uns torpediert worden sind, auch Anträge, die wir beim Studentenrat gestellt haben, weil auch ein ganz anderes Weltbild schon vorherrscht. Und ich denke, das sind dann schon die Anleihen des Neomarxismus, die wir auch in den Universitäten stark sehen und die ganz konkreten Auswirkungen auch auf das Studium dann auch sehen. Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, wo du den Neomarxismus siehst. Ja, um das nochmal ein bisschen zu präzisieren, ist es so, dass dieser Neomarxismus sich, also man nennt es auch die Woke-Bewegung, das heißt, die alte Arbeiterklasse wollte dem Kommunismus jetzt nicht weiter dienen, weil sie gemerkt hat, dass es vielleicht auch gar keine so großen Vorteile gegeben hat, also gab es dann die Suche nach neuen Opfergruppen. Und bei dieser Suche nach neuen Opfergruppen hat man auch künstlich welche geschaffen. Also dann kam auch das Thema Gender auf oder man hat das Thema Umwelt auf eine sehr hohe Stelle gesetzt und schon fast zu einem religiösen Standpunkt erhoben, wo man dann sich als Opfer identifizieren kann. Ja? Und diese Opfermentalität, die kultiviert wird,
Beispielsweise, dass ich dann in dem Sinne das Opfer des Klimawandels bin oder wie man auch so häufig hört, das Opfer des Patriarchats und dann natürlich auch eine Opferhierarchie geschaffen wird, sodass quasi der Staat gewisse Maßnahmen damit rechtfertigen kann, indem er bei diesen neu geschaffenen und gefundenen Opfergruppen gewisse Maßnahmen durchsetzt oder auch noch andere politischen Agenden dann durchsetzen kann. Und das ist sehr tonbestimmt an den Universitäten, ja. Definitiv. Also wir haben dann für die Abschaffung der Corona-Maßnahmen in dem Studentenrat plädiert und da war es so, dass es die Möglichkeit gibt, dass man eine Abstimmung ohne vorherige Diskussion durchführt. Und der Moderator dieser Sitzung, das war letzte Woche, hat dann direkt gesagt, nee, bei diesem Antrag zur Abschaffung der Corona-Auflagen lassen wir keine Diskussion zu, sondern wir gehen direkt über zur Abstimmung. Und man merkt auch, dass diese Systeme so angelegt sind, dass der Status quo sich verstetigt. Und auch missliebige Meinungen oder einfach andere Auffassungen zu wichtigen Themen nur von der, sagen wir mal, der dominanten Seite durchdringen können. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt hatten wir einen Anruf. Ich hoffe, dass alles aufgenommen wurde. Da machen wir aber gar keinen Schnitt. Das ist meine Schusseligkeit, dass ich das nicht offline gestellt habe. Wahrscheinlich geht es auch gar nicht, weil es kein Telefonanruf war. Also nicht rausschneiden das und wir machen weiter. Das ist wirklich in meinen Augen beängstigend, dass man einfach sagt, da wird dann überhaupt nicht diskutiert. Das hat wirklich, das ist ja nicht mal mehr marxistisch, das ist eher so wie der real existierende Sozialismus, dass man dann sagt, da findet keine Diskussion statt, weil man ja im Besitz der Wahrheit ist. Ja, also die neue, also man muss es in Anführungszeichen setzen, Arbeiterklasse nennt sich jetzt Flinter, das heißt Frauen, lesbisch, intersexuell, trans und agender, die jetzt quasi in den Genuss des privilegierten Redens gekommen sind, und Gleichberechtigung ist quasi nicht mehr erwünscht, sondern es wird jetzt quasi nach Gender entschieden, wer auch bevorzugt dann reden darf. Also diese Idee des sich einen Posten verdient machen und durch inhaltliche Exzellenz, also die Uni heißt lustigerweise auch Exzellenzuniversität, das ist jetzt in den Hintergrund getreten und dann gibt es jetzt halt andere Dinge, die jetzt einfach wichtiger sind. In Tübingen muss man dazu sagen, In ja. Also. Tübingen, genau. Und wie würdest du das einschätzen? Wie viele sind da stramm auf Linie? Wie viele sind Mitläufer und stramm auf Linie? Wie viele sind, jetzt hätte ich fast das Wort Querdenker verwendet, aber das Ja. ist ja heute eine andere Konnotation. Also wie viele sind kritisch eingestellt dem Ding? Also ich würde erst mal sagen, ungefähr 60% sind sogar stramm auf Linie, weil auch diese Konzepte ganz stringent auch in den Lehrplänen eingearbeitet sind und es quasi zum guten Ton gehört, also diese Gendersprache zu benutzen und auch diese Themen der Unterdrückung immer wieder auch in Redebeiträgen hervorzuheben. Das ist sogar auch gewünscht, gerade in den sogenannten Sozialwissenschaften. Dann sind es 30%, die schweigen und die es gar nicht so sehr interessiert. Die würde ich auch tatsächlich eher in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereichen einordnen, die dann von dieser Ideologisierung weniger stark betroffen sind. Und dann halt nochmal circa 10%, die dagegen sind und aber nur ein kleiner Teil von diesen Kritischen wagt es quasi, die Kritik auch öffentlich zu äußern. Was sind die Folgen für dich, dass du die Kritik öffentlich äußerst? Meine Folgen sind die, dass ich jetzt fast alles, was ich jetzt noch für dieses Studium tue, online tue, weil ich mich auch nicht mehr willkommen fühle, also als Mensch dort nicht mehr willkommen am Campus fühle und auch, dass ich meinen Abschluss dort nicht machen werde, sondern nach anderen Wegen suchen werde, um mich auch beruflich jetzt weiterzuentwickeln.
Und ich kann einfach sagen, das Tuch zwischen mir und der Universität ist einfach durchschnitten nach sehr vielen, also nach sehr vielen Einzelfällen, die sich dann einfach über die letzten 2 Jahre angesammelt haben. Also auch von Seiten der Universität selber, nicht nur von Seiten der Kommilitonen. Das ist richtig, genau. Also ich habe dann beispielsweise auch der Betriebsärztin geschrieben, ob sie mir denn sagen kann, was in den Corona-Impfstoffen drin ist, ob sie mir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen kann oder ausschließen kann, dass der zu erwartende Nutzen geringer ist als die zu erwartenden Schäden. Genau, höher ist, dass der Nutzen höher ist, Verzeihung. Und da verglich sie dann diese neuen Impfstoffe mit Aspirin und ehrlich gesagt kam ich mir da überhaupt nicht ernst genommen vor mit so einer lapidaren Antwort, weil Aspirin und die Corona-Impfstoffe, glaube ich, quasi Planeten voneinander entfernt sind und dieser Vergleich, denke ich, hinten und vorne hinkt. Ja, Aspirin ist ja vor allem schon eine Weile erprobt, nicht erst seit Ja. anderthalb Jahren. Da soll es ja gewisse Erfahrungswerte geben. Und hast du das irgendwie bei Noten bemerkt oder direkt in den Vorlesungen oder bei der wissenschaftlichen Arbeit oder ist man da fair? Bei den Noten ging es, muss ich sagen, und ich denke, es ist auch nochmal ein Unterschied, wenn die Dozenten dann zu Hause die Möglichkeit haben, quasi die Klausuren dann durchzulesen und nicht mit mir direkt als Person konfrontiert sind. Und da hatte ich das Gefühl, dass es auch gerecht war. Aber es war dann inzwischen menschlich sehr hakelig. Also man hat dann gemerkt, dass auf den Gängen das mir aus dem Weg gegangen ist und ja, dass es dann so eine eher im informellen Bereich stattgefunden hat. Aber ich muss natürlich der Universität zugutehalten, dass das mit den Klausuren fair gehandhabt worden ist. Also man kann nicht sagen, dass du dich jetzt wie ein Aussätziger fühlst, aber du fühlst dich ausgegrenzt. Das wäre die richtige Definition, Ganz oder? genau, ja. Genau, also eine deutliche Ausgrenzung, so würdest du das bezeichnen. Genau. Und nur wegen Corona oder auch, weil du ansonsten nicht auf Linie bist? Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, bist du ja etwas fern von diesem rot-grün-lila Mainstream. Ich nenne den jetzt absichtlich nicht links, weil das in meinen Augen mit dem klassischen Linkssein nicht mehr zu tun hat. Das ist eher ein Verrat am klassischen Linkssein in meinen Augen. Ich sag mal so, diese Systemkritik, die ich auch durchaus geäußert habe, sagen wir mal, da hatte ich das Gefühl, dass es dann nicht wirklich wahrgenommen worden ist. Da gab es jetzt nicht so die Reibungspunkte, aber der Unterschied zu Corona war einfach, dass Corona wesentlich emotionaler gewesen ist, auch die Debatten. Und bei der anderen Kritik hatte ich das Gefühl, die wurde mehr oder weniger überhört. Wenn jetzt jemand bei euch mitmachen will, an wen kann der sich wenden als Student oder auch als Nichtstudent? Ich weiß nicht, wie offen ihr das seid. Also wir sind offen auch für Nichtstudenten, das heißt auch gerade für Auszubildende oder Schüler, die sich zu uns wenden können. Und wir haben öffentliche Ortsgruppen, das heißt, man kann dann halt auf Telegram gucken und dann Studenten stehen auf und dann einfach den Namen der Stadt und dann findet man uns und dann kann man auch noch mal direkt reinschreiben, wenn man zu den Leuten vor Ort Kontakt haben will, kann man einfach reinschreiben, hallo, ich bin neu hier, beispielsweise in Tübingen, München, Augsburg, wie auch immer. Und dann setzen wir uns dann mit den Leuten in Kontakt und dann kann man auch gerne bei uns mitmachen. Also einfach über Google kommt man dann an die Kontakte oder über Telegram einfach Studenten stehen auf. Genau, Telegram ist das Einfachste. Habt ihr irgendwelche regionalen Unterschiede? Merkt man jetzt, dass es zum Beispiel in den neuen Bundesländern sehr viel größeren Zuspruch gibt oder in Süddeutschland oder in Norddeutschland, wie auch immer? Was ich sagen kann, ist, dass dass der Osten, sage ich mal, früher gut aufgestellt war. Also Dresden hat so einen Aktkalender gemacht, die Ortsgruppe in Dresden, wo dann einzelne Studenten nackt posiert haben für die einzelnen Werte des Grundgesetzes und die sind ein bisschen frecher drauf, auch mal provokativ und haben auch natürlich so für eine Öffentlichkeit gesorgt, was wir natürlich auch damit intendiert haben und haben gute Impulse gegeben, aber so langsam zieht der Westen nach
Und besonders in Frankfurt gibt es jetzt auch sehr viele aktive Studenten, die jetzt mit kreativen Ideen kommen und langsam vernetzt es sich halt auch immer mehr, sodass wir dann halt auch gucken, was gut funktioniert und natürlich, wie wir die Leute dann mit unseren Inhalten erreichen. Gibt es Unterschiede je nach Fachrichtungen? Also jetzt zum Beispiel Soziologiestudenten sind eher weniger bei euch, weil die tendenziell eher auf Linie sind, oder wie kann man es, und Wirtschaftsstudenten vielleicht eher mehr, wie kann man sich das vorstellen? Es ist tatsächlich sehr heterogen. Also das ist auch eine Sache, die ich persönlich sehr spannend finde, ist, dass wir teils sehr bibeltreue Christen in der Gruppe haben. Dann haben wir aber auch sehr spirituell veranlagte Menschen, die dann über ihre, weiß ich nicht, 10. Inkarnation jetzt sprechen. Und dann haben wir auch noch ganz, sagen wir mal, rationale BWLer, die dann einfach sagen, hier, das und das ist Fakt und auch über diese ökonomischen Verwerfungen reden, so dass ich sagen würde, dass es sehr gleichmäßig ist und diese, wie soll ich sagen, diese Gespräche sind, finde ich, besonders wertvoll, weil sie neue Erkenntnisse bringen, gerade wenn es Reibungen gibt, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt und so dass dann wieder eine Synthese stattfinden kann, auch an ja, Lebensweisheiten oder Erkenntnissen, die uns dann allen dienlich sind. Wie geht es jetzt weiter? Ist Corona in 5 Monaten kein Thema mehr? Also im Ausland hat man ja schon den Eindruck, dass es den Eindruck, teilweise auch den Eintrag, weil es amtlich ist, dass das Ganze gegessen ist. Und in Deutschland hat man den Eindruck noch nicht. Bist du optimistisch, dass im September alles rum ist, oder geht es wieder richtig los? Und was hat das dann für einen Einfluss auf eure Arbeit? Wenn es vorbei sein sollte, löst ihr euch dann auf? Also, ich sag mal so, dieses Thema Corona, denke ich, wird in den Hintergrund treten. Also, wir sind auf jeden Fall auch über den Sommer weiterhin aktiv, weil wir natürlich mit großer Sorge betrachten die Debatten im Bundestag, die dann versuchen, wieder medizinische Zwangsbehandlungen in Deutschland salonfähig zu machen. Und ich denke, dass es wirklich äußerst problematisch ist. Da sind wir auf jeden Fall weiterhin aktiv. Und das andere ist, dass ich jetzt so einen Übergang wahrnehme, nämlich von diesem Corona-Thema, dass jetzt darunter liegend die Themen des digitalen Euro da sind, Social Credit System und dann quasi die unilaterale Ausrichtung seitens des Staates, der dann entscheiden kann, was ich konsumieren darf, wann ich es konsumieren darf. Und auch zu welchem Zeitpunkt ich, also genau, zu welchem Zeitpunkt ich es konsumieren darf oder wenn eben nicht, wenn es beispielsweise eine unliebsame Demonstration geben würde, halte ich es für durchaus denkbar, dass es dann in diesem digitalen System Beschränkungen gibt, die wir definitiv ablehnen und dass wir auch weiterhin versuchen, die Menschen dazu zu sensibilisieren und zu sagen, okay, vielleicht tritt jetzt diese Thematik von Corona weiter in den Hintergrund, aber es gibt dann noch andere Schichten, die wir weiter beleuchten und dann natürlich auch der Umgang mit dem Thema Klima, ob es Klima-Lockdowns gibt, da sind wir auf jeden Fall sind wir sehr aufmerksam und stehen weiter für die unveräußerlichen Grundrechte hier ein. Also man kann sagen, es ist nicht nur Klima bei euch, sondern es geht auch generell um die Grundrechte. Und wenn morgen der Klimawandel, was heißt jetzt muss ich vorsichtig sein, jetzt sind wir auf sehr, sehr dünnem Terrain, sonst werden wir wieder gesperrt. Der Kampf, wenn morgen das am deutschen Wesen soll, das Weltklima genesen, wenn das morgen Überhand gewinnt, es hat ja eigentlich schon Überhand, aber wenn das zum Lockdown führen würde, dann wird er genauso da aktiv werden wie bei Corona. Also das Genau, sind zwei. einfach, dass wir auch für den Interessenausgleich sorgen und ganz wichtig, auch den kritischen Stimmen ein Gesicht geben und auch eine Stimme im öffentlichen Diskurs geben, was, denke ich, wichtiger denn je ist, weil wir natürlich sehen, dass sehr viel, gerade in den Mainstream-Medien, sehr viel Meinung quasi noch untergehoben ist bei den relevanten Themen. Und dann schon klar ist implizit, welche Meinung ich als Leser haben soll und dass wir uns einfach stark machen, dass es auch noch eine seriöse Gegenbewegung gibt und so, dass man sich da wieder in der Mitte auch treffen kann.
Eine letzte Frage bei denen wie dir und bei dir persönlich, die so kritisch das sehen. Seid ihr guter Dinge, das wird schon in Deutschland, oder ist es eher so, dass man dann denkt, oh je, und sich auch vorstellen kann, dass man mal wegzieht oder gar auswandert? Also, ich sag mal so, wir sind recht zuversichtlich, was jetzt das Thema Impfpflicht anbetrifft, dass sie eben nicht durchkommt. Aber die kritischen Leute, mit denen ich Kontakt habe, sagen alle, dass sie auch bereit sind, zur Not das Land zu verlassen, wenn es dann zu derartigen Zwangsmaßnahmen kommen sollte. Ja, dann hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Es war Paul Romme. Er ist Student in Tübingen und eines der Aushängeschilder der Bewegung Studenten stehen auf. Vielen Dank, Paul. Ich sage noch, warum wir uns duzen. Es ist kein einseitiges Duzen, sondern wir haben uns auch persönlich einmal kennengelernt und deshalb duzen wir uns. Vielen Dank, Paul. Alles Gute. Danke auch. Ja, und vielen Dank und alles Gute auch Ihnen, liebe Zuschauer. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, unterstützen Sie uns. Wir bekommen keinerlei Gebühren, wir leben nur von Ihrer Unterstützung. Schauen Sie auch auf die Seite, bleiben Sie dabei. Alles Gute, danke, ciao. So, reichuster.de.